Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario 64. Ja, wir haben den 100 Münzstern in Regenbogen, Raserei und sonst alles in diesem Level 100% beendet. Das heißt also, wir müssen nur noch den letzten Stern hier einsammeln und dann können wir ins letzte Level eintauchen. Ja, Leute, dann ist schon so gut wie Ende dieses Let's Play Projekt. Macht mich sehr traurig, denn das... Dann ist mein Spiel, meine Kindheit weg. Habe ich... Okay, nicht ganz. Es gibt noch ein Spiel, das mein Suchtfaktor mehr in Anspruch genommen hat. Aber auch nur ein Spiel. Es gab wirklich nur ein Spiel, das ich mehr gesucht habe, aber dazu mehr, wenn ich's Let's Play. Ja. Naja, wir werden ja sehen, wie das für mich so läuft, wenn ich das Projekt anfange. Und ich mit sehr viel Herzblut dabei bin und euch so viele coole Dinge zeige. So. Denn Lakito ausgetrickst, denn der nervt. Lakito, du nervst. Geh sterben. Such dir andere Arbeit. Als mir auf die Nerven zu gehen. Oh, was kommt dann? Oh, gerade so. Gerade so darunter gepasst. Was habe ich nach dem Super Mario geplant? Tja, das ist ein Geheimnis. Nee, ich habe noch nicht kein hundertprozentiges Nachfolgerspiel für Super Mario 64 auserkoren. Bin noch sehr an überlegen, welches Spiel es sein wird. Aber es wird ein cooles Spiel. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Naja. So. 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 Jetzt muss ich nur noch diesen Kanonenschuss richtig abfeuern. Und dann hab ich es. So. Jo, das klappt. So. 119. Schau dir den Regenbogen an. So, speichern und weiter. So, jetzt geht's ins große Finale. Auf ins Finale. Bowsers Luftschloss. Das letzte Level, das wir abschließen müssen. Das letzte Mal. Ein Bowser-Kampf bestreiten. Oh ja, das ist... So. Puh. So. Und hier noch das letzte Mal. 8 rote Münzen sammeln. So. Hier nochmal. Eine sammeln. Ja, hier sind die schon ein bisschen besser versteckt. Oh, eine Menge härter versteckt. Eine, die ich nie wusste.
Ja, das sieht man. Nein! Oh! Auf in Runde 2. So. 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 Uhu. Okay, da kann ich mit dem Turm noch einen Doppelsprung nicht hochspringen. Achso, mit Doppelsprung. Juhu. Yeah. Das war knapp. Nice. Nice Piranha Pflanze. Jetzt muss ich. Hier muss ich. Ich will den. Nämlich den One-Up haben. Ja, jetzt darf ich hier wieder nicht fehlen. So. Jetzt muss ich hier noch, ich gucke hier noch mal nach, ob hier noch einer ist. Nein, ich glaube, das war sogar dann der letzte. Ja, ich habe Angst. Hier so eine Menge passieren kann. So. Jo. Ich muss, soweit ich weiß, sogar hier lang. Bin mir dann ganz sicher. Danke. Ich weiß nicht, ob ich jetzt für eine rote Münze lang muss. Deswegen gehe ich lieber hier sogar lang, um statt meine Abkürzung zu nehmen. Aber ich hätte ruhig meine Abkürzung nehmen können, aber egal. So. So, huhu. So. 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 Nummer 4. Jo, in Mario das macht mir niemand was vor. Mein Marius. Ah, ja, jetzt erinnere ich hier. Ja, die. Puh. Yeah. Okay, da oben ist nie keine. Ah ja, hier unten muss ich jetzt lang. Das weiß ich noch. Boah. Da hatte ich gerade einen kleinen Lag und wäre beinahe ins Verderben gefallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jo, so. Ah, ja, die rote Münze. Die eine erinnere ich mich auch noch. So, Nummer 7. Ja, so. Nice. So, jetzt steht mir eigentlich quasi nichts mehr im Weg. So, vielleicht das. Naja, klar. Das fail ich wieder. Aber egal. Ich habe kein Leben, ich bin nicht gestorben. Ich habe kein Leben verloren, ich bin, bin noch am Leben. Alles ist gut. Ich muss die roten Münzen nicht wieder von vorne sammeln. Jo. Oh. 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 Das sind so meine Bedenken, wenn ich Mario spiele. So. So, so,
So. Das erste von den Teilen. Da auf dem zweiten drauf. Weitsprung. Die letzte achte rote Münze ist hier drunter. Da ist er. So, die 100% sind erreicht. Wir haben alle 120 Sterne. Und auf geht's. In den Final Bowser-Kampf, Leute. Final Bowser-Kampf. Mario, wie schön dich zu sehen. Ich dachte gerade an einen Grillparty. Und schon bist du da. Jetzt brauche ich mir wenigstens keine Gedanken zu machen, wen ich grille. Nämlich dich. Dann gehört mir die Prinzessin endgültig mir und ich bin der ewige Herrscher des Schlosses. Jo, Kollege, aber damit hast du nicht mit uns. Hast du vergessen, dass wir auch noch da sind? Und das ist so ziemlich die epischste Bossmusik, die ich je hatte. In meiner Kindheit war das einer der epischsten. Und? Natürlich nicht. Autsch. Ja. So. Und bam. So. Schild Bowser. Also. Und ja, ich muss mich sehr konzentrieren auf diesen Kampf. Und oh, das war sogar richtig nice. Alter, so welche Skills hatte ich schon lange nicht. Ja, eigentlich wieder sich jetzt aufregen. Und wie ihr merkt, diese liebe Plattform vernichtbar. Ich lass mich nicht mit mir spielen. Und boah, was für ein Skill ich gerade bewiesen habe. Was für ein Skill. Alter, so eine heftige Combo hatte ich noch nie. Ich glaub's nicht, du hast mich besiegt. Wie konnte das geschehen? Meine Truppe, die Sterne, alles umsonst. Was? Es gab insgesamt 120 Sterne im Schloss zu finden? Da habe ich wohl einige in meiner Suche übersehen. Jetzt kehrt der Frieden zurück in den Welten der Gemälde. Das, was für ein fürchterlicher Gedanke. Oh, das kann ich mir nicht länger ansehen. Ich verschwinde, solange bis zum nächsten Mal. Ich komme wieder. Oh. Es ist zu Ende. Sonst habe ich so Probleme mit dem gehabt. Jetzt mache ich den mal locker weg. Boah. Sehr nervös war. Ich war wirklich nervös, aber ich habe ihn gleich fast frei geschafft. Seine Welt nicht, aber dafür ihn persönlich.
Prinzessin Peach ist wieder da. Wir haben sie gerettet. Das ist doch was Gutes. Oh, gut. Mario! The power of the stars is restored to the castle. And it's all thanks to you. Thank you, Mario. We have to do something special for you. Mario hat schon eine Knollnase, oder? Here we go! Listen, everybody. Let's bake a delicious cake. For Mario. Weißt du, Mario? Nur du bekommst einen Kuchen. Nicht, dass du die wünschst. Nur einen Kuchen und einen Kuss auf der Nase. Jo, Leute, die Credits sind da. Ja, und zu... Was soll ich zum Super Mario sagen? Ihr habt es bestimmt alle selber gespielt. Und seid bestimmt gleicher Meinung wie für mich. Es war der Sprung für Mario damals. Der Sprung in die... das erste 3D Mario. Und es ist ein Knaller. Und ich habe es als Kind genossen. Alles zu erkunden, jede Welt. Ich meine, selbst die, wenn du ins Level kommst, die Namen, sie verraten dir nicht sofort, was du machen musst, sondern du musst wirklich halt denken, was du zu tun hast. Damals zum Beispiel beim Vulkan. Ich dachte, irgendwas muss ich mit Vulkan machen. Ich bin nie darauf gekommen. Ich bin irgendwann erst darauf gekommen, dass man vielleicht in den Vulkan springen muss. In der Lava-Welt unten im Keller. Ja, das ist echt was. Da waren wir erst vor kurzem noch. Ah ja. Daran kann ich mich auch noch erinnern, am Anfang des ganzen Projekts. Ah ja, auch die grüne Giftgrotte. Ja, den Schneemann. Guck mal, da oben ist Yoshi. Kein Problem, Mario. Wir haben gerne dein Spiel gespielt. Und somit verabschiede ich mich mit Let's Play Super Mario 64, damit das ich beendet habe, und ich wünsche euch noch viel Spaß, Leute. Auf Wiedersehen, bis dann in ein anderes Projekt. Ciao, Leute, euer Sekuso.